Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir sind ja immer noch dran, den Kölnern die Reisebereitschaft abzuverlangen sozusagen. Sie möchten einfach nicht. Und wir haben noch nicht so wirklich das Rätsels Lösung. Ich hoffe, es wird besser. Stuttgart ist inzwischen auf 12%, Hamburg wie üblich Spitzenreiter mit 27%. Aber den Kölnern gefällt es daheim. Sie möchten einfach nicht woanders hin. Als Kölner kann ich es ja irgendwie verstehen. Wobei, ich bin ja auch von Köln nach Stuttgart gezogen. Oder nicht nach, aber in Richtung. Ist nur halt die Frage, wie kriegen wir unsere kölsche Jungs und Mädels dazu, sich aufzumachen in Richtung Süden oder in Richtung Norden. Das ist hier die Frage. Stuttgart ist schon wieder auf 10% runter. Ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach. Reisebereitschaft. Personen zum Arbeiten oder Einkaufen in eine andere Stadt reisen. Warum tun sie das nicht? Da haben wir Linie 1 ist 43 Sekunden. Müssen wir den Takt noch verringern? Linie 2 hat 33 Sekunden. Linie 3, die ist jetzt mal aus, das ist die LKW-Linie, die ist mal außen vor. Linie 4 ist irgendwo unterwegs. Nicht in Köln. Linie 11 hat 68 Sekunden. Die können wir auf jeden Fall noch verringern. Dann machen wir nochmal zwei Busse dazu oder drei. Den können wir verkaufen. Das war Linie 11. Müssen wir da die Zeiten nochmal runterkriegen. Oder müssen Maschinenverkehr legen? Wie sieht es im Flug da? Linie 9. Die geht von Hamburg nach Stuttgart. Hamburg-Stuttgart ist ja soweit eigentlich okay. Linie 8. Köln-Hamburg. Die hat schon nur 3 Minuten. Müssen wir die nochmal reduzieren. Linie 5. Ja, machen wir Linie 8 nochmal was drauf. Kaufen wir nochmal ein Flugzeug. Aber noch nicht jetzt. Erst wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Weil sonst heißt nachher wieder Geld komplett aufgebraucht. Dabei haben wir doch so viel. Müssen wir eventuell noch Haltestellen unterbringen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ah, 6%, okay. Also Taktung verringern ist auf jeden Fall schon mal ein Mittel. Warum fährst du nicht? Oh, jetzt haben wir genug Geld. Flugzeug. Natürlich eine Boeing 737. Linie 8.
In der Hoffnung, dass das ein bisschen hilft. Flugzeug im Landeanflug. Oh. Ja, hätte ich es rechtzeitig gesehen, hätte ich den noch gestoppt. Hab ich aber nicht. Frage ist, ob es Sinn machen würde, hier die Busse durch eine Eisstraßenbahn oder so zu ersetzen. Und das wäre hier die Frage. Köln ist wieder auf 5% zurück. Ach, Jungs und Mädels, macht's mir doch nicht so schwer. Elf von 21. Zwei wartend. Zwei ist nicht viel. Hier warten deutlich mehr. Da warten zwei. 14. Drei Passagiere. Einen, den können wir mal ins Depot schicken. Der fährt auf. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Der hat 13 Passagiere. Der hat gerade 3. Weil dann können wir die nämlich auch langsam mal austauschen. Dass wir da auch das ist der Kollege hier, okay. Der hat 5. Achso, der ist unterwegs ins Depot. Müssen wir nur mal schauen, ob der noch wieder Passagiere aufnimmt oder eventuell leer. Ne, der nimmt aber garantiert noch auf. Aber da müssen wir halt schnell genug sein. Und dem, sobald da eine raus ist, ins Depot schicken. Genau jetzt. So, Depot, zwei neue. Den verkaufen wir. Das war bestimmt Linie 2, gehe ich jetzt einfach mal von aus, und der ist dann Linie 1. So. Habe ich den nicht Linie 1 zugewiesen? Ding dong. Nee, den habe ich versehentlich Linie 1 zugewiesen. Entschuldigung, mein Fehler. Jetzt passt's. Hoffe ich.
Du hast 4 von 10 drin und bis Linie 10. Okay. Du hast 11 und bis Linie 7. Dich sollten wir jetzt ins Depot schicken können, wenn du hier ausgeladen hast. Bitte nicht so rumtrödeln. So, genau. Depot. Verkaufen. Kaufen. Das war Linie 10. Dann können wir die nämlich mal so langsam austauschen. Wie sieht denn das aus? Linie 7. Linie 2. Ja, da muss schon noch ein paar. Oh, Linie 1 haben wir. Nur noch einen alten. Gut. Linie 2 haben wir auch schon ordentlich ausgetauscht. Linie 6 hat auch noch ordentlich. Linie 7 hat nur alte. Linie 10 hat noch zwei alte. Den da. Den da. Okay. Linie 11 hat auch noch den einen oder anderen alten. Linie 1 können wir auf jeden Fall nochmal einen Bus zuweisen. So, Linie 1. Müssen wir da von der Taktung her noch was runterkommen. Die halten die natürlich schon auf. Oh, wir haben Köln auf 8% schon. Ich meine, die neueren Busse sind natürlich auch noch schneller. Das macht natürlich auch noch mal was aus. Linie 7, den weisen wir dann gleich auch mal. Ne, das ist Linie 10. So, Depot. Linie 7 natürlich dann ebenfalls. So, Depot. Linie 10, Linie 7. So, Linie 10 und Linie 7. Dann können wir die nämlich so nach und nach austauschen, dass wir hier da die neueren Busse alle haben. Oder wir gehen alternativ auf Straßenbahn, das müsste man sich mal anschauen. Wie wir denn das Haltestellen technisch hinkriegen. Dass wir quasi eine Linie von da Achso, Trambahnhof ist ein extra Bahnhof. Okay. Postet. Machen wir den hier hin? Deckt der den Flughafen ab?
Tendenziell nicht, oder? Schauen wir mal, wenn wir da Straßen hinbauen. Dann geht das nicht. Das ist nicht gut. Kann ich da bauen? Nein. Okay, da kann ich nirgends dran. Das ist doof. Der muss da weg. Das machen wir gleich mal wieder raus. Deckt er hier den Flughafen noch mit ab? Das ist immer so die große Frage. Probieren wir erstmal auf der Seite. Den brauchen wir sowieso. Hier geht das nämlich. Hier sind wir. Machen wir den dahin. So. Einmal. Ansonsten nutzt er die gleiche Haltestellen wie die Busse, oder? Tut er, ja. Tram. Tramgleis elektrifizieren. Ich glaube, ich muss den hier nochmal abreißen. So. Plattformen. Gehen wir mal gleich auf 3. Sicher ist sicher. Jetzt muss ich nur gerade mal legen, gucken, wie... Tramgleis, genau. Oh, ich kann eine extra Busspur aufrüsten. Wie cool ist denn das? Oberleitung, ja. Mal gucken, wie weit sind denn da jetzt. Okay, bis da. Der legt immer gleich in beide, ne? Ja. Sieht gut aus. Dann machen wir hier weiter. Die fährt dann quasi mal so einen Kreis. So. Hätten wir. Linienmanager, neue Linie. Da. 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 Wir brauchen noch kurz eine Haltestelle.
Dort. Dort. Dort ist eine, dort ist eine. Hier sind wieder keine. So. Die hatten wir. Hier brauchen wir Brunnenstraße. Ach so. Hinzufügen. So. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Die. 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 Genau. Linie 13. Jetzt brauchen wir noch eine Tram, ne? Und erstmal ein Depot. Ein Tram-Depot. Taram, taram. Machen wir das hier hin. An den Flughafen. Da will eh keiner bauen. Üblicherweise. Ach so, genau. Aufrüsten mit Tramgleisen. Ich hoffe, beim Depot musste ich jetzt nichts auswählen. Oberleitung, ja, doch, habe ich. Trams kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Linie 13. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Zu welcher? Wo hat es denn hier die Lücke? Hm. Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen, nee, übermorgen wieder mit dabei, wenn wir dann uns auf die Suche nach dem Haltestellenfehler machen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.